Eine neue Folge MT5, heute mit meinem ersten Spiel im Krieg der Dämonen. Viel Spaß! Ja, hallo zusammen, zurück hier. Wir haben ein neues Discord-Turnier, wieder über einen Server, offizielles Suncor Games Dice War Universum. Und es werden nur Dämonen gespielt. Ist ja auch bald Halloween und die haben eine neue Edition bekommen mit zwei, drei kleinen Regeländerungen und vor allem halt wieder zu kaufen. Und genau, es sind auch wieder einige, auch durch die Spielemesse-Spiel in Essen, neue Spieler dazugekommen und neue Mitglieder in unserem Discord-Server. Da dachte ich mir, für den Anfang ist es doch vielleicht ganz nett, wenn wir nur ein Volk spielen und da waren die Dämonen halt gerade einfach super passend. Ich habe angefangen in Schwarz mit einer 4 und 3 Zweiern. Mein Mitspieler hat angefangen mit 4, 1, 2, 3, glaube ich. Genau, wieso ich 4-2-2-2 angefangen habe, ist, da ich gemerkt habe, dass zwei Dreier zusammen sehr gut sind. Deswegen sind die auch direkt zwei Dreier zusammen auf dem Spiel. Aber wenn ich direkt mit 4-3-3 anfange, dann vermisse ich immer, neue Steine reinbringen zu können. Deswegen hier zwei Züge quasi länger gebraucht und dafür dann einen Stein schon mehr da gehabt. Und hier macht jetzt, glaube ich, mein Mitspieler einen Fehler. Er zieht den Jäger auf die Ruine und erlaubt mir dadurch, dass ich jetzt mit meinem eigenen Jäger vorkomme, Druck aufzubauen, weil ich sie jetzt fusionieren und den Jäger schlagen könnte. Zieht dann zur Seite, halt einen Zug, den er jetzt quasi mehr machen muss, der ihm nicht wirklich was bringt. Ich fusioniere die beiden Jäger zu einem Finsterdämon und splitte den direkt wieder, kann dadurch einerseits die Ruine einnehmen und mache auch noch Druck auf den Jäger. Und jetzt gefällt mir, was er hier macht. Er zieht nämlich nicht zurück, sondern setzt mich hinten unter Druck. Meine Besessene da hinten ist ja 5 Punkte wert. Und es ist immer eigentlich riskant, zu einer Besessenen zu ziehen, weil er die dann ja schlagen muss und ich quasi einen Zug habe, um irgendwas vorzubereiten. Was mir hier aber, weil seine Steine noch zu weit weg standen, nicht viel gebracht hat. Um dieses Tempo quasi zurückzugewinnen, zaubere ich mit der Moorhexe und schaffe es halt, meine Steine noch näher in seine Richtung zu bringen und gleichzeitig seinen Jäger wieder hinten unter Druck zu setzen, indem ich zu einer 4 aufsetze. Das ist eine der neuen Regelungen mit den neuen Dämonen, was sie halt können. Die können diese beiden Fähigkeiten für einen Würfel und dann halt 5 Triggerpunkte in einem Zug gleichzeitig einsetzen. Und das ist auf jeden Fall stark. Man darf allerdings nicht, für die neuen Karten nicht haben, das mit einer Besessen machen. Man kann also nicht eine Besessene vorziehen und dann die aufwerten, sondern man muss es auf unterschiedliche Besessene machen. Genau. Wir werten erst einmal auf, ich bis zu einer 6, er erstmal bis zu einer 5 und setzt dann einen Wicht rein. Der hält ihn etwas flexibler, als wenn er auch zu einer 6 aufwertet. Ich bin da hinten nicht in so einer super tollen Position, denn der 6er bringt mir halt recht wenig da hinten und es würde sehr lange dauern, bis der mit nach vorne kommt. Deswegen versuche ich jetzt, da er jetzt ja auch aber mir wieder weniger Druck machen kann, selber vorne etwas mehr aufzubauen wieder. Genau. Er geht dann erstmal über den Wicht in Richtung meiner Moorhexe. Ich habe aber wieder einen Zug. Nutze den, um einen Wicht selber reinzusetzen vor meinen Sammler. Kann damit auch in einem Zug zu seinen Besessenen hin mache dadurch dann da hinten sehr viel Druck. Muss dann aber aufpassen, denn wie gesagt, an Besessene ranziehen ist immer ziemlich gefährlich. Er zieht mit dem Sammler vor, bedroht meine Moorhexe. Das ist jetzt die zweite Änderung der Dämonen. Ich werte zu einem Sammler auf und verliere jetzt die Punkte nicht, denn man verliert die nicht mehr, solange man eine Moorhexe oder Besessene im Spiel hat. Das heißt, die eine Besessene, die da vorne noch steht von mir, die konserviert quasi meine Triggerpunkte, die ich früher verloren hätte. Genau, ich splitte dann den Finsterdämon, um wieder etwas mehr Figuren zu haben und vor allem wieder eine Moorhexe zu haben, denn ich habe ja viele Triggerpunkte. Er setzt einen Wicht rein, um sich da etwas zu schützen und flexibel zu bleiben in beide Richtungen. Ich zaubere wieder, beschütze jetzt quasi mit der Besessenen die Position, in dem Fall rechts, genau da, wo er jetzt hinzieht.
und kann gleichzeitig auch wieder vorne mir eine höhere Figur, die 4, hinmachen. Und jetzt muss ich nochmal kurz auf Pause drücken, denn er zieht genau dahin und ich meinte ja, meine Besessene schützt mich da quasi. Wieso ich das meine, ist, ich könnte jetzt den Sammler in der Mitte zu einer 6 aufwerten und es ist halt immer gefährlich, wenn man neben eine Besessene zieht, weil man halt schlagen muss. Und so könnte ich für quasi 3 Punkte gegen 5 Punkte tauschen. Ich sehe aber hier tatsächlich direkt eine Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Also eigentlich war der Plan halt, wie gesagt, ich verhindere, dass er dahin geht. Und falls er dahin geht, dann schlage ich ihn. Aber dann, als er es gemacht hat, habe ich gesehen, dass es tatsächlich eine Möglichkeit gibt, das Spiel zu gewinnen, indem ich 2 Besessene opfere. Zunächst besetze ich unten die Ruine. Er muss dann die Besessene schlagen. Und dann kann ich die Moorhexe vorne splitten, sodass er mit dem Jäger die eine Besessene schlagen muss. Und dann habe ich genau die 3 Felder und ich habe auch 4 Triggerpunkte, also einen zu viel quasi sogar, um die zweite Besessene, die durch den Split der Moorhexe entstanden ist, auf die dritte Ruine zu ziehen. Wie gesagt, die andere Möglichkeit hätte auch bestanden, da den Sammler zu tauschen, um 2 Punkte im Vorsprung zu sein. Aber so kann ich direkt das Spiel beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde versuchen, auch die nächsten Spiele, die ich im Turnier spiele, hier zu posten und vielleicht sogar ein paar andere aufzunehmen. Muss ich mal schauen, ob das mit meiner Zeit hinkommt. Falls ihr mitspielen wollt noch, wird das etwas knapp, aber wenn ihr euch ganz schnell meldet, können wir vielleicht jetzt am Wochenende noch die erste Runde arrangieren und dann könntet ihr quasi noch late einsteigen. Ansonsten freue ich mich aber auch über alle anderen Kommentare. Was hättet ihr vielleicht anders gemacht? Wie gefallen euch diese neuen Regeländerungen bei den Dämonen, die man hier sehen konnte? Und viel Spaß euch beim Spielen und beim Zuschauen. Bis dann.